freust dich. Mit mir kannst du viel Tolles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Ehrlich wert am längsten. Wir kommen zu spät. Oh, oh, oh. Pass gefälligst auf, ihr kleinen Rabauken. Entschuldigung. Hey, seht mal. Ein Portemonnaie. Das hat jemand verloren. Seht mal, da ist auch Geld drin. Und was machen wir mit dem Geld? Was heißt denn wir? Ich habe es doch gefunden. Hey, wir waren alle drei dabei, mein Lieber. Ja, das ist nicht gerecht. Gut, gut. Wir teilen ja, aber erst später, sonst kommen wir noch zu spät. Oh. So, 3 Euro für jeden. Dafür kann ich mir ein tolles Eis kaufen. Und ich kaufe mir Knallfrösche. Hey, was macht ihr da? Ach, nichts weiter. Gehört das Portemonnaie deiner Mutter? Nein, Dussel, wir haben es gefunden. Wen nennst du hier ein Dussel? Hier, da drin war auch eine Menge Kleingeld. Aber das gehört ganz allein uns. Mein Vater gibt mir immer Scheine. Behaltet also euer Kleingeld. Nein, ihr müsst es zurückgeben. Zurückgeben? Ach, Quatsch. Gar nicht. Wenn ihr das Portemonnaie behaltet, kann der Besitzer sagen, ihr habt es geklaut. Wir haben es nicht geklaut. Wenn man was findet und es nicht zurückgibt, ist man ein Dieb. Das sagt mein Vater. Der ist Polizist. Der weiß das. Hier, Nick, ich will es nicht mehr. Ich auch nicht. Außerdem hast du ja das Portemonnaie gefunden. Zu spät. Ihr seid jetzt seine Komplizen. Es wäre am besten gewesen, wir hätten es liegen lassen. Damit es ein anderer klaut? Oh nein, du musst es abgeben, auf dem Polizeirevier. Ah, du hast recht, Roland. Hier, nimm, gib es deinem Vater. Du spinnst doch wohl, was? Ich will damit nichts zu tun haben. Was ist denn? Kommt ihr oder was? Glaubst du, dass wir alle drei aufs Polizeirevier gehen müssen? Genau, denn wenn ich zu spät nach Hause komme, dann kriege ich am Abend keinen Nachtisch. Gibt es zu, ihr habt Schiss. Ach, ich hab Schiss? Sag das nochmal, ja? Ja, du hast nämlich voll Schiss, alleine dahin zu gehen. Blödsinn, mir macht das nichts aus. Beweise es! Na gut, euch beide brauche ich jedenfalls nicht, ihr Feiglinge! Papa, wir müssen zum Polizeirevier. Warum? Was ist passiert? Ich habe das hier gefunden und sonst heißt es, ich bin ein Dieb. Oh. Sehr schön, Nick. Du bist ehrlich. Zeig mal her. Ist das alles? Naja, ich frage mich, ob es etwas bringt, wegen der Kleinigkeit aufs Revier zu gehen. Du könntest es auch in deine Sparbüchse tun. Hm? Ach nein, ich muss es schnell zum Polizeirevier bringen. Na schön, gut, einverstanden. Aber sofort! Ich glaube, mein Vater hat auch ein bisschen Angst, zum Polizeirevier zu gehen. Bravo, mein Junge. Ich beglückwünsche dich zu deiner Ehrlichkeit. Dankeschön. Mein Vater hat gesagt, ich könnte die Geldstücke auch in meine Sparbüchse tun. Was tun Sie, um den Besitzer des Portemonnaies zu finden? Zuerst mal warten wir. Und wenn sich nach einem Jahr und einem Tag niemand gemeldet hat, dann gehört es dir. Aber machen Sie denn keine Untersuchung?
Ja, doch, natürlich. Zuerst nehme ich mal Fingerabdrücke. Und dann untersuche ich den Tatort. Das ist toll! Mein Vater findet den Besitzer des Portemonnaies ganz sicher. Das würde mich wundern. Denn neulich, bei dir, da hat er nicht mal rausgekriegt, wer mein Essen geklaut hat. Na logisch. Du hast es selbst aufgegessen, ohne es zu merken, Fresssack. Dafür hast du keinen Beweis. Hä? Da ist ja dein Vater. Tag, Papa. Und bist du mit der Ermittlung fertig? Ermittlung? Ja, das geht seinen Gang. Ein bisschen Geduld, Kinder. Wenn das wie mit meinem Essen ist, dann können wir lange warten. Warum haben Sie gepfiffen? Ich war das nicht. Ach nein, wer sonst? Niemand. Sie können weiterfahren. Nun zu euch. Zeigt mir den Tatort. Wir müssen eine Ermittlung zu Ende führen. Ja! Vorsicht, Otto! Du zertrampelst vielleicht Indizien. Roland hat recht. Wir müssen den Tatort absperren. Entschuldigung, gehen Sie bitte woanders lang. Polizeiliche Ermittlungen. Hey, was macht ihr denn da, Leute? Wir führen eine Ermittlung durch. Im Ernst? Ja, wir helfen meinem Vater. Wir suchen den Besitzer des Portemonnaies. Oh, Mann! Und? Haben Sie etwas gefunden? Vielleicht. Ich vermute, dass die Person, die das Portemonnaie verloren hat, eingekauft hat. Und zwar da drüben. Ja, dann können wir ja die Verkäufer befragen. Was wollen wir sie fragen? Beschreibt ihnen das Portemonnaie, dann bekommt ihr vielleicht Informationen. Ich kümmere mich um Frau Kokett. Und, Kinder? Nichts. Na und du, Otto? Ist köstlich. Nein, ich meine, was ist mit dem Portemonnaie? Mist, hab ich vergessen. Frau Kroket, ich möchte Sie was fragen. Hör mal zu, mein Junge, du musst warten, bis du dran bist. Ich darf vorgehen. Ich führe eine Ermittlung für meinen Vater durch. Der ist Polizist. Guten Tag. Bravo, mein Herr. Tolle Erziehung. Herzlichen Glückwunsch. Guten Tag, Frau Kroket. Wir haben ein Portemonnaie gefunden. Hat das vielleicht einer Ihrer Kunden verloren? Schon möglich. Eine Dame hat mich heute Morgen gefragt, ob sie ihr Portemonnaie vielleicht bei mir vergessen hat. Ja! Ich wusste es. Meine Spürnase trügt mich nämlich niemals, Kinder. Eine alte Dame mit einem Stock. Immer sehr elegant. Aber ich weiß ihren Namen nicht. Passt gefälligst auf, ihr kleinen Rabauken! Entschuldigung! Das macht nichts. Sagen Sie ihr das nächste Mal, sie soll aufs Polizeirevier kommen. Hey! Ich weiß, wer es ist! Wir sind heute früh an ihr vorbeigerannt, ehe wir das Portemonnaie gefunden haben. Ach ja, ich erinnere mich. Sie wohnt nicht weit weg. Gehen wir hin? Ja, wir gehen hin. Ich hol bloß schnell das Portemonnaie. Ja! Aus dem Weg, Polizei! Mein Herr? Hör auf damit. Du siehst doch, dass niemand da ist. Vielleicht ist sie taub? Das macht nichts. Hier ist eine Nachricht für sie. So weiß sie, dass wir ihr Portemonnaie haben. Wie? Und das war's? Ja. Jetzt müssen wir warten. Also ihr könnt dann spielen gehen, wenn ihr wollt. Aber das hier ist doch unser Spiel. Na dann macht ohne mich weiter. Ich hab zu tun. Schade, jetzt wo wir es fast geschafft haben. Das stimmt. Wir können doch jetzt nicht so einfach gehen, Leute. Hey, seht doch mal. Wir könnten die Ermittlung fortsetzen.
Ich steig durch das Fenster ein, dann sehen wir, ob sie da ist oder nicht. Gute Idee. Wir helfen dir. Einbrecher! Oh, das trifft sich gut, Herr Polizist. Bei mir brechen Sie gerade ein. Wer denn? Nun ja, die kleinen Rabauken dort. Sehen Sie? Hä? Aber nein, bitte, wir sind keine Diebe. Niemand da, Leute! Oh, da sehen Sie es, Herr Polizist. Diese kleinen Rabauken brechen bei mir ein. Sag mal, Roland, was hast du in diesem Haus zu suchen? Ah? Bist du vollkommen verrückt geworden? Nein, Papa, ich wollte nur sehen, ob die Dame da ist. Was? Das ist Ihr Sohn? Also, das ist wirklich der Gipfel. Lassen Sie mich Ihnen das erklären, gnädige Frau. Es geht um Ihr Portemonnaie. Mein Portemonnaie? Also, Sie haben es mir gestohlen? Sie stecken alle unter einer Decke. Diebe! 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 Aber nein, Diebe. Gnädige Frau. Oh. Ich habe es euch ja gesagt. Mein Vater wird nicht lange brauchen, um den Besitzer zu finden. Hier. Au! Diebe. Letzten Endes haben wir ihm geholfen. Und alles hat auch durch uns ein gutes Ende gefunden. Die Burg. Papa, kannst du mir die Garagentür aufschließen? Jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Aber Papa, ich brauche einen Karton. Ich will mit meinen Freunden Ritter spielen. Und da brauchen wir eine Burg, denn sonst haben wir nichts, was wir angreifen können. Da können wir mit Kanonenkugeln draufschießen. Das ist prima. Und Otto bringt sein Ball mit der... Na gut, na gut, na gut. Ich komm mit. Aber du versprichst mir, dass du mich danach in Ruhe lässt, ja? Mhm. Danke, Papa. Das wird eine echt tolle Burg. Guten Tag. Ah, da sind ja die tapferen Ritter. Na, hör mal, das soll doch wohl nicht die Burg sein. Natürlich ist sie das. Warum? Ist doch ein Witz, oder? Wieso? Glaubst du, ich hab eine richtige Burg? Aber in deiner Burg, da gibt's ja nicht mal ein Tor, du dumme Nuss. Du nennst mich dumme Nuss, ja? Klar mache ich das. Du bist eine dumme Nuss. Sag das nochmal, ja? Du Knalltüte. Was ist da los? Könnt ihr nicht mal eine Minute spielen, ohne euch zu streiten? Wir streiten nicht, wir diskutieren. Ja, weil die Burg kein Tor hat. Deswegen können wir sie nicht angreifen. Es fehlen noch Fenster zur Verteidigung. Hast du verstanden, was er gesagt hat? Er sagt, es fehlen noch Fenster. Ja, damit die Wachen die Burg verteidigen können. Wenn ich euch die Fenster reinschneide, spielt ihr dann friedlich? Ja! Ja! Ja. Hast du die Liegestühle aufgestellt, Schatz? Noch nicht. Denk bloß nicht, dass das so einfach ist. Oh, wenn ich dich einmal um eine einfache Sache bitte, hörst du gleich mittendrin wieder auf? Das liegt aber nicht an mir, meine Liebe. Nick möchte, dass ich ihm Fenster in seinen Karton schneide, die Liegestühle wollen nicht stehen bleiben und die Schere ist auch nicht da, wo sie sein sollte. Hast du gesehen, was vor dir liegt? Hm? Oh, ganz zufällig, was? Na, vor 2 Sekunden lag sie noch nicht da. Wie wär's, wenn wir uns erstmal stärken? Denkste, mein Vater ist gleich fertig. Zuerst spielen wir Ritter. Bitte sehr, das Eingangstor. Wo sind die Fenster? Ganz einfach. Ich mache ein Loch und... Aua! Ah, toll! Mit Blut sind unsere Angriffe gleich viel echter. Eigentlich schade, dass es gar keinen Turm gibt. Und keine Küche. Ich als Ritter würde zuerst die Küche angreifen. So, sie hat Fenster und einen Eingang. Das wolltet ihr doch, oder? Ja, aber das sieht trotzdem nicht so aus wie eine Burg. Ja, ohne Turm, da denkt man eher, das ist ein Puppenhaus. Ja, wie das von Marie Hedwig mit ihrem Schminkzimmer. Ihrer kleinen Küche. Und dem Badezimmer für das Baby. Aber wir greifen doch nicht das Baby an, Leute. Und mit Türmen würde man einen Unterschied sehen. Ja. Gut, ich mache euch auch Türme, aber dann ist Schluss, klar? Na dann, viel Spaß, mein Lieber. Bläder, warum sagst du das?
Och, bloß so. Ich kenne dich doch. Ich weiß, dass du dich beim Basteln immer verletzt. Deshalb finde ich das sehr mutig von dir. Und wenn du Hilfe brauchst, dann sag mir einfach Bescheid, ja? Ja, bitte, ein Turm. Ein Turm ist gut, aber vier Türme wären viel besser. Du hast recht. Genau das wollte ich gerade machen. Sieht doch aus wie eine richtige Burg, Kinder, hä? Ja, vielleicht, aber ein Turm ist schief. Fass meine Burg nicht mit deinen dreckigen Fingern an. Der Kleine hat recht, der Turm steht schief, das sehe ich sogar von hier aus. Georg hat eine schicke Burg, die sieht viel echter aus. Schade, wir hätten ihn einladen können zum Spielen. Also meine Burg sieht demnach nicht echt aus, hä? Na ja. Doch, bisschen. Nicht direkt. Nein. Offen gesagt, dein Ding da sieht irgendwie nach gar nichts aus. Na logisch. Es fehlen die Burgzinnen. Deswegen sieht man, dass es nur ein Karton ist. Aber ich werde sie anmalen. Dann werdet ihr schon sehen, dass es eine echte Burg ist. Aber Papa, wir wollten jetzt spielen. Aber ich will euch eine Freude machen. Ihr wollt mich doch nicht daran hindern, oder? Nein. Ja. Und was sollen wir jetzt machen? Zugucken. Dann könnt ihr euch beim nächsten Mal selbst eine Burg basteln. Kinder, es gibt etwas zu essen. Ja! Ich habe auch schon langsam Hunger gekriegt. Glaubst du, wir können bald Ritter spielen? Keine Sorge, ich kenne meinen Mann. Arbeiten macht ihn schnell müde. Lasst euch ruhig Zeit, Kinder. Ich brauche noch einen Moment. Willst du einen Pfannkuchen? Bloß nicht. Dann werde ich überhaupt nicht mehr fertig. Und du denkst doch auch noch an die Liegestühle? Wenn ich die jetzt aufstelle, wird die Burg nicht fertig. Und dann wirfst du mir hinterher wieder vor, dass ich alles nur halb mache. Sich Zeit lassen, das ist eine tolle Idee. Ja, mal Otto, wenn du ein Stöckchen findest, dann hätte ich einen schönen Fahnenmast. Sofort zu Befehl. Ich zeichne die Fahne. Tust du nicht. Diese Arbeit erfordert Konzentration und das ist nicht deine Stärke, mein lieber Klodwig. Aber... Ich kümmere mich schon darum. Deine Burg sieht jetzt wirklich echt aus, Papa. Das ist nett, Nick, aber ich will noch Kerzenhalter und Efeu um das Eingangstor malen, damit die Farbe nicht mehr ganz so sehr nach Pappkarton aussieht. Aber das ist mir doch völlig egal. Ich will nur eine Burg zum Spielen. Jetzt sei nicht so verbohrt, Nick. Ich kann sie doch nicht so lassen. Das muss ich irgendwie zu Ende bringen. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich nicht darum gebeten. Denn wir dürfen dir nur zugucken. Wir haben überhaupt keinen Spaß. Glaubst du vielleicht, dass ich dabei Spaß habe? Hier, ein toller Zweig für den Mast. Danke. Hey, Klodwig, kommst du mit? Wir wollen Cowboy spielen. Ich kann nicht. Ich spiele mit Otto und Nick Ritter. Wir könnten ja alle Fußball spielen. Mit meiner Kanonenkugel? Kannst du vergessen. Niemals. Das ist keine Kanonenkugel. Das ist ein Ball. Ja, aber damit greifen wir die Burg an. Was für eine Burg? Mann, wir dürfen die noch nicht mal anfassen. Wenn mein Vater dabei ist, können wir nicht spielen. Entweder wir spielen mit deinem Ball Fußball oder du riechst an meiner Faust. Dann versuch das mal. Hey, und wie wär's, wenn wir Völkerball spielen? Ja! Ja. Stopp! Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Entschuldigung, wir wollten nicht. Ist doch ihre Schuld. Sie sind auf dem Spielfeld. Wie war das? Das hier ist meine Baustelle und hier hat keiner was zu suchen. Na und was ist mit uns? Wo sollen wir denn spielen? Du hast dein eigenes Zimmer. Genau dazu ist es da. Wie wär's mit einem Duell? Cowboys gegen Ritter. Ja! Hier gibt es einen Cowboy zu viel, Big Boy. Ich bin kein Cowboy, ich bin Ritter. Das werden wir sehen, wenn wir oben sind. Ha ha!
bin fertig. Und was ist fertig? Na, die Burg, du Blödhammel. Hammel schmeckt sehr gut. Ehrlich. Kommt, Kinder. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und du kommst auch mit. Dann wirst du sehen, ob ich alles nur halb mache. Da hat sich das Warten gelohnt, oder? Aha. Schade, dass es keine Fallgitter gibt. Ey! Was meinst du damit? Naja, ohne Fallgitter können sich die Ritter nicht schützen. Das stimmt. Die Feinde können ein- und ausgehen in dieser Burg. Das ist keine Burg. Es sieht sowieso mehr aus wie eine Windmühle. Es tut mir leid, Roland hat recht. Ich werde noch ein paar Veränderungen vornehmen müssen und aber dann... Aber wir wollen jetzt gleich spielen. Das ist meine Kanonenkugel! Nein! Aber... Was? Nach drei Angriffen fällt sie schon zusammen? Hat ewig gedauert, bis sie fertig war. Da hätte sie länger halten müssen. Wenn ihr sie nicht verwüstet hättet, dann hätte sie das auch. Wenn ihr wollt, können wir mit der von meinem Vater spielen. Ich habe sogar Rüstungen, die wir anziehen können. Ja! Ja! Siehst du, du hättest sie einfach spielen lassen sollen, statt dich um die Burg zu kümmern. Na, jedenfalls, jetzt hast du keine Entschuldigung mehr wegen der Liegestühle. Papa, ich hab was vergessen. Auch wenn sie nicht lange gehalten hat. Deine Burg war super schön. Das ist lieb von dir. Ich wollte dir einen Gefallen tun. Ist nicht schlimm. Mein Pech. So, und jetzt lauf, Nick. Oh!